Ja, er versteht's auch nicht. Nein. Oh la la. Wenn die wenn diese blöden Raketen nicht wären. Was? Yes. Oh la la. Kann ich auf den Dingern da drüben stampfen, ohne dass die kaputt gehen? Also nicht sofort. Ich sterbe hier gerade innerlich so ein bisschen. Was für eine Schussfrequenz die Dinger auch haben. Aus der Zeit keine Fehler. Aber ich verstehe, wie es funktioniert. Kommt her. Oh, möglichst beide zerstören. Und möglichst nicht in die Hakenkreuze laufen. Alter.
Framerate? Okay, er hat sich wieder beruhigt. Warte, die beschleunigen. Was? Achso, um durch die kann ich durchstampfen, ne? Aber wenn ich jetzt da durch. Ja. Ja. Was? Okay, ich sollte vielleicht nicht in den Abgrund stampfen. Ich sollte generell aufpassen. Man sieht auch nichts, ne? Es ist ganz leicht frustrierend. Ich muss, glaube ich, erst die Rakete erledigen, ne? Aber ich weiß nicht, ob mir dafür genug Zeit bleibt. Yes. Yes. Ja, Mann, ich kann die Frösche erledigen. Aber die gerade waren sowieso geschützt, also das hätte mir nicht geholfen. Ah, ja. Aha, aber da war ein Checkpoint, das ist alles okay. Ja, den Stern habe ich auch bekommen. Super. Oh yeah. Was? Oh, da oben ist auch noch Laser. Oh,
Was? Yes. Oh la la. Nicht hektisch bewegen. Immer auf den Laser warten. Alter! Wieso akzeptiert das nicht, wenn ich X drücke? Das war zu früh, ne? Na. Das Tolle ist aber, man lernt jedes Mal, ist man ein Stück weiter daran, wie man weiterkommt. Also, jedes Mal ist man ein Stück näher an der Lösung des Problems dran. Aber man lernt, wie das Timing funktioniert. Zum Beispiel muss ich mir langsam mal merken, dass das nicht funktioniert. So, warte, das sind Stacheln. Was? Was war das? Geschafft. Was hier? Ich muss dran denken, dass ich das rausschneide. Also, als ich es rausgeschnitten habe, hat gerade das Telefon geklingelt. Falling takes so long. Ja, ja, ja. Stomping is so fast. Nein. Verstehe. Egal, ich hatte den Checkpoint aktiviert. Alles gut. Das war nicht beabsichtigt. Yes. Nein, ich hatte es doch schon. Also das Gameplay verändert sich ständig, ne? Das merkt man hoffentlich. Aber bis jetzt, also ich habe es im Rabatt aufgelesen, ich habe glaube ich insgesamt vielleicht irgendwie... Ich habe auch das Groove City DLC, beziehungsweise so ein Standalone-Ding, habe ich mir auch noch geholt. Und da hatte ich irgendwie dann von dem Kauf von diesem Spiel halt noch irgendwie 90% Rabatt. Also ich habe, ich glaube, dafür dann insgesamt irgendwie vielleicht 2,50 € nicht mal bezahlt für beides. Oh.
Manchmal sind es einfach die Low-Budget-Titel, die wirklich was Interessantes bringen. Ohlala. Nein! Nein! Wieso nicht? We are opening a portal. It's our first time. Ah, genau, das hier ist doch wieder so ein Bosskampf, ne? Wir werden einen Helden beschwören.